So, herzlich willkommen zu Folge 24. Ich musste gerade nochmal neu connecten, weil da vorne ein kleiner Fehler war mit dem Chunk am Laden. Ich habe schon mal geschlafen und mir ist auch gerade aufgefallen, du hast keine Monster schon seit Folgen an. Auch egal. Hat uns sowieso nie interessiert, weil wir mal früh genug schlafen gehen. Oh, ich sehe was, was ich wieder brauche. Bambus. Bambus. Mir geht eigentlich auch gerade nur Bambus darum. Paar Bücher. Gut, Bücher haben wir noch ein bisschen für Bambus. Aber damit wir da hinten ein paar Smaragde noch bekommen. Smaragdis sind nämlich gut für unser Leben. Denn 9 Stück, ein Block, deswegen habe ich den Plattenspieler auch vorbereitet. Ach, mir fehlen nur noch 3. Habe ich denn noch genug Bambus? Bevor ich irgendwas anderes mache. Oh, Seiten, Papier, haben wir alles da. Dann machen wir das, bevor wir die Parabolspiegel da ansetzen. 3, 3, 3 und zack, einmal eine Linie noch gezogen. 48, das müssten eigentlich 3 sein, ne? Was hat er denn gebraucht? 26, 27 sind 71, ne? 81. Ich will jetzt hoffen nicht, dass es 27 waren. Da habe ich nämlich zu wenig. Ja. So, ein paar Melonen schon gewachsen. Na, aber die Pflanzen fast. Puck, puck. Du warst es doch, ne? Du warst es. Sag mir, dass du es warst, genau. 1, 2. Ah, zu wenig. Fehlt noch ein kleiner. So, ihr bleibt jetzt mal eben da. So, kann irgendeiner was Besonderes vertauschen? Nein. Mist. Mir geht es nämlich darum, dass ich das habe. Beziehungsweise allgemein dieses Trading Post, wenn ich nämlich hier ein Dorf irgendwo eröffne. Für mich selber. Weil ich habe ja darum geschimpft, dass die ganzen Dorfbewohner hier weg sind. Ich weiß nicht, wo die sind. Ehrlich gesagt, keine Ahnung. Lululululup. Weil eben hier alle abernten. Auch nicht essen. Da müssen wir eben draufhauen hier. Fallen die ollen Beeren auch hier weg. Da sollte man nicht beim Ruckeln abbauen, das kommt nicht gut. So, da wachsen schon 3 hoch. Das heißt, ein paar Beeren werden wir auf jeden Fall immer ernten. Und unsere Schüsseln werden auf jeden Fall hoffentlich immer gefüllt sein. Denn das ist mein Vorhaben, gefüllte Schüsseln an Essen immer. Also Essen separat sowieso zu haben. Irgendwann können wir da eigentlich Essen brechen. So viel wir davon haben. Aber hier haben wir einen Stack schon von. Also wir müssen das hier irgendwo reinschmeißen. Sortieren nicht bitte. So, 8 Stück haben wir schon mal. Da fehlt da. Das kann doch nicht sein. Ich brauche da nur noch ein bisschen Bambus. Und. Ich habe noch was vor. Dafür müssen wir aber diese Kautschukbäume anpflanzen. Das haben wir aber erst. Das kommt aber sehr, 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 sehr spät. Aber ich baue sie schon mal an. Hier ist kein Bambus drin. Habe ich das irgendwo noch reingeschmissen vielleicht? Bin ich denn Schugge? Ich meine, ich hatte doch noch irgendwo was reingeschmissen. Da! Das ist doch. So. Bambus. So, dann holen wir jetzt mal eben noch hier einen Smaragd. Und dann können wir dieses Trading Post erstellen. Was ganz gut ist. Dann seht ihr nämlich gleich diesen kleinen Vorteil davon, was wir damit machen können. Aber der Einzige, der uns jetzt nur noch Smaragde geben kann, ist der Typ mit den Saiten. Oder halt, wenn ich Bienen eintausche. Aber das will ich eigentlich nicht. Oh, du bist jetzt da. Verdammt. Ich warte immer noch, dass hier irgendwann ein Feuerstein hier rauskommt. Aber bis jetzt ist noch nichts passiert. Schön da bleiben. Guten Tag. Gib mir bitte deinen Smaragd. Dankeschön. Fühl dich glücklich. Beerd dich bald wieder, aber nur noch über andere Wege. So, den letzten Smaragd. 4 Minuten schon. Top. Top-Uhr, top. Läuft alles. Hier wieder ein paar Bärchen mitnehmen. Nehmen wir jetzt nur die beiden. Davon haben wir nicht weniger Büsche. Das heißt, boah, wie groß die Bäume geworden sind. Weniger Büsche. Das heißt, davon werden uns auf jeden Fall nachher welche fehlen. Gut, Stack haben wir schon mal, Stackweise haben wir schon mal da 2 Stück von. Und der ist schon mal gewachsen. Geil. Fackeln habe ich auch keine mehr. Habe ich auch keine mehr irgendwo separé irgendwo hingeschmissen. Da war ich wieder viel zu faul für und was essen soll. Komm, noch eine Schüssel hinterher, ist alles gut. So, dann machen wir das, das, das und das. Und jetzt ganz, glaube ich, ganz. Ah ne, wir müssen erst den Block erstellen. Den Smart-Block. Smart-Block. Und dann glaube ich so. Das ist verdammt teuer. Also Diamant.
und diese 9 Smaragde gibt, dieses Trading Post. Und da machen wir jetzt was ganz Einfaches raus. Den setzen wir jetzt neben das Haus und können dann direkt handeln über diese Kiste hier. Also nicht so, dass wir die Items da reintun und den Smaragd bekommen. Wir können einfach nur auswählen, was wir als Handelmöglichkeit nehmen möchten. Schauen wir mal hier hin. Seht ihr das? Na gut, ist nicht gerade verfügbar, ist auch egal. Hier sehen wir auch das andere, das heißt, wir müssen nicht immer umschalten. Und hier fehlt doch schon wieder einer. Oder irre ich mich? Komm mal her. Ich setz dich mal hier hin. Da fehlt doch schon wieder einer. Wo sind die denn alle? Da war doch noch einer, der hatte doch 7. Also 1 zu 7. Was ist denn der Schweinepuckel? Ah, jetzt ist ein Feuerstein raus geworden. Das heißt, ich muss mir einen neuen Gravelblock hier klauen. Hinter mir wieder zu. Oh. Oh, das wollte ich nicht. Sorry, Alter. Hier fehlt schon wieder einer. Wo sind die denn alle? Verschwinden die einfach so? In der Erde oder sowas? Kuckuck. Hallo? Wo seid ihr? Also, die verschwinden jetzt pro... wenn ich mich immer abmelde. Komisch, krass. Gut, die Funktion ist, wie gesagt, hier einmal auswählen. Es geht mir gerade nur Bienen oder Papier, wenn wir wieder verfügbar dafür drüber sind. Und da haben wir direkt Melonen. Melonen, Melonen. Axt oder Schwert? Was war das nochmal? Axt. Ich glaube Schwert, ne? Ja, Schwert. Schon wieder eine neue Futterquelle. Wie gesagt, die tun wir uns jetzt mal ein bisschen näher halten. Jetzt brauchen wir wieder 12 Smaragde. Damit wir einmal bei dem Bienenmann die Bienenkörbe bekommen. Weil ich habe ja keine Lust, selber welche gerade herzustellen. Das ist, will ich doch nicht. So, und da können wir auch diesen Baum hier abfällen hier eigentlich. Den brauchen wir auch später. Erst. Da brauche ich nicht unbedingt die Wabba-Dinger von. Da brauche ich eigentlich nur das Holz. Und da brauche ich einige von. Das heißt also, so ein halbes Deck oder so ein ganzes Deck von dem Holz wäre nicht schlecht eigentlich. Komm, da tun wir jetzt hier rein und den Flint gleich mit. Und das Papier auch, komm. Ich tue sowieso meine ganzen Tunik gerade nicht sortieren. Und hier habe ich auch keinen Platz mehr. Aber hier noch. Weil mir geht es eigentlich darum, dass ich mittlerweile mit den Bienen was irgendwas mache. Das habe ich, eine Spitzhacke habe ich. Ich habe eigentlich alles erstmal da. Aber ich guck mal gerade, was das Silber macht. Denn es sollte da mittlerweile auch bald fertig. Oh, keine Energie mehr? Ah ne, der pusht gerade. Alles klar. Oh, hat man einen Durchgang, dann haben wir ein ganzes Deck. Dann können wir wieder ein paar Parabolspiegel machen, die mir sehr lieb sind. Und wir können uns schon mal, weiß nicht, Dampfmaschinen oder so? Da sind sie doch. Da machen wir uns gleich, weiß ich nicht, Stahl. Ich konnte irgendwie Stahl separat herstellen. Also Stahl über einen anderen Weg hier. Ich glaube mit Kohle. Kohle, normale Holz, normale Kohle und das konnte ich mir direkt Stahl herstellen. Weil ich will nämlich diese Dinger herstellen. Ach, da brauche ich noch diese Rolling Machine. Okay. Und was brauche ich hierfür? Brauche ich die Stahlplatten bzw. die Eisenplatten. Genau, da brauche ich die Rolling Machine. Okay. Ja, damit mit dir. Dann verbrenne ich dich auch gleich direkt. So, ein paar Kühe. Ah, wir könnten ein paar Kühe wieder züchten. Wabba ist fertig. Kartoffeln. Geben mir auch natürlich noch Erfahrungspünktchen. So. Tag schon gleich wieder um. Mensch, nicht viel geschafft. Das brauchen wir. Dann schmeißen wir es auch direkt hier rein. Zack. Rein mit dir, rein mit dir, passt. Stahl brennt, Parabolspiegel werden gemacht. Das heißt, wir haben gleich noch mehr für die nächste Folge. Und ich werde mal eben noch ein bisschen Stahl herstellen. Sofern das noch geht. 4. Ich weiß noch nicht, wie viel ich brauche. Ich brauche Whetstone, Holz und Cobblestone ein bisschen da. Dann müssen wir uns noch mal eben ein paar Pisten herstellen. Ich glaube, die gegenüber... Pisten. Ich will mich aber nicht verungewissern, also Rolling Maschine, ach ne, die heißt ja, ich habe ja das deutsche Pack, also deutsche Ding drin, eine Walzmaschine ist das ja, genau. 4 Kolben.
Eine Workbench und Eisen. Bin ich blöde. So rum ist das Rezept. Immer wieder 1, 2, 3, 4. Da könnten wir eigentlich auch noch mal ein paar schon mal fertig machen. Einfach so. Dann brauchen wir eine Workbench. Ah, gut, die hätten wir später. Brauchen wir später machen. Bis die Monster kommen, haben wir noch ein bisschen Zeit. Ich glaube über Kreuz und dann hier in der Ecke haben wir diese Rolling-Maschinen. Da braucht man auch Stromanschluss. Wir brauchen eben ein paar Kabel davon. Das heißt, wir müssen direkt jetzt hier Goldkabel machen. Ich überziehe gerade die Folge mal etwas. Und wir brauchen hier Holzkabel. Davon brauchen wir nur ein. Und hier brauchen wir, keine Ahnung, mache ich mal eine erstmal. Das sollte okay sein. Eine davon, eine hiervon. Dinger unten rein. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüssen.